Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Anno-Tutorial der besonderen Art, der mathematischen Art. Dies ist der zweite Teil der Videoreihe zum Thema Handelsrouten. Im ersten Teil habe ich mich ja schon den Transportschiffen gewidmet und diese unter die Lupe genommen. In diesem Video soll es jetzt um das Verladen von Waren gehen. Hier werde ich mich also folgender Fragen annehmen. Erstens, welche Hafengebäude sind überhaupt für das Verladen zuständig? Zweitens, welche Unterschiede gibt es zwischen diesen Gebäuden? Drittens, welchen Einfluss nimmt die Speicherstadt auf das Verladen und warum sollte man sie sehr bewusst einsetzen? Viertens, welche Items beschleunigen das Verladen? Da gehe ich sowohl auf die Hafenmeisterei als auch auf Schiffsitems ein. Und fünftens, gibt es noch weitere Möglichkeiten, das Verladen zu beschleunigen? In einem dritten Video möchte ich euch dann noch ein Fazit aus den beiden ersten Videos ziehen und zumindest versuchen, daraus zu schlussfolgern, wie man seine Handelsrouten aufbauen und optimieren kann. Ich werde auch weitere Ideen und Anregungen mit euch zu diesem Thema teilen, aber das kommt, wie gesagt, dann erst im dritten Teil. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen. Kommen wir also gleich zur ersten Frage, nämlich welche Hafengebäude sind dafür zuständig, die Schiffe zu be- und entladen? Alles fängt selbstverständlich mit unserem Konto an. Das ist das erste Gebäude, was diese Aufgabe übernimmt und alle Waren, die die Insel verlassen sollen, beziehungsweise die auf die Insel gelangen sollen, müssen dadurch. Irgendwann kommen wir dann zu den Handwerkern und wenn wir das geschafft haben, erhalten wir Zugriff auf die Anlegestelle. Die Anlegestelle ist immer ein wunderbarer Moment in meinen Spielen gewesen, wenn ich darauf Zugriff hatte, weil endlich mussten die Schiffe nicht mehr um die ganze Insel rumfahren, sondern ich konnte die Anlegestelle in jedem Hafenbereich errichten, in dem ich die Anlegestelle halt haben wollte. Ebenfalls seit dem DLC mit der Speicherstadt erhalten wir bei den Handwerkern auch Zugriff auf eben diese Speicherstadt. Und auch die bietet viele, viele Möglichkeiten. Neben dem Handel mit Kapitän Morris haben wir hier ebenfalls die Möglichkeit, das Hauptgebäude der Hafenstadt als Anlegestelle zu benutzen und auch weitere Module mit Anlegestellen zu errichten, die ebenfalls diese Aufgabe erfüllen. Und wenn ich dann die Questline in Embeza soweit voran bekommen habe, hier oben rechts sieht man gerade einen Gelehrten, dann erhalte ich Zugriff auf das Forschungszentrum und dann bekomme ich die Baugenehmigung für eine fortschrittliche Anlegestelle. Die wird aus einer ganz normalen Anlegestelle letztendlich per Upgrade-Button hier unten rechts aktiviert und bringt unter anderem das Feature einer priorisierten Handelsware mit. Das bedeutet, wenn ich hier eine Ware auswähle, dann werden nur noch Schiffe, die diese Ware auch tatsächlich handeln, diese Anlegestelle nutzen können. Aus meiner Sicht ein eher unwichtiges Feature, was ich persönlich noch nicht wirklich genutzt habe. Vielleicht seht ihr das anders, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten bringt es aber vor allem noch eine weitere Bereicherung für diese Anlegestelle und das bringt mich direkt zur zweiten Frage in diesem Video. Wie schnell verladen denn jetzt diese unterschiedlichen Hafengebäude? Fangen wir mit dem kleinen Kontor an, weil letztendlich je nach Ausbaustufe des Kontors verändert sich tatsächlich auch die Verladegeschwindigkeit. Die Verladegeschwindigkeit eines Hafengebäudes sehen wir ganz unten rechts angegeben. Wenn wir da drüber gehen mit dem Mauszeiger, dann sehen wir das auch. Das ist die sogenannte Verladegeschwindigkeit und das ist die Menge der Waren, die pro Sekunde verladen werden. Und die aktuelle Verladegeschwindigkeit beim kleinen Kontor liegt bei 2 Tonnen pro Sekunde. Wenn ich das Ganze jetzt ausbaue zum mittleren Kontor, dann liegt sie bei 3 Tonnen pro Sekunde. Beim großen Kontor und auch beim riesigen Kontor bleibt sie dann gleich und zwar bei 5 Tonnen pro Sekunde. So viel zum Kontor als Grundverladegeschwindigkeit. Ohne jedweden Bonus auf die Verladegeschwindigkeit, auch durch die Hafenstadt selbst, hat man dann bei der Anlegestelle ebenfalls eine Grundverladegeschwindigkeit von 2 Tonnen pro Sekunde. Bei dem Hauptgebäude der Speicherstadt hat man ebenfalls 2 Tonnen pro Sekunde.
Bei der Anlegestelle der Hafenstadt bekomme ich schon 3 Tonnen pro Sekunde und die fortschrittliche Anlegestelle bekommt einen Boost auf 4 Tonnen pro Sekunde. Das sind die Grundverladegeschwindigkeiten, auf die jetzt bestimmte Boni letztendlich kommen können. Kommt ein Schiff jetzt zum Entladen oder Beladen an einem Hafengebäude an, so taucht über dem Schiff dieses kleine Sanduhrensymbol auf. Und die Frage kommt natürlich dann, wie lange dauert denn dieser Prozess? Wann legt es wieder ab? Wann ist dieser Verladeprozess zu Ende? Letztendlich ist es völlig unabhängig, mit was für einem Schiff ich dort ankomme. Es ist völlig egal, ob das ein Shona, eine Great Eastern, ein Luftschiff ist. Der Ladeprozess ist völlig abgekoppelt von dem Schiffstyp. Was allerdings eine Rolle spielt, logischerweise, ist wie gesagt diese Verladegeschwindigkeit, die jetzt noch erhöht werden kann. Und auch die Items, die ein Schiff mitbringt. Denn auch hier gibt es Verladeboni, die diesen ganzen Prozess beschleunigen können. Wie man das Ganze berechnen kann, möchte ich euch an dieser Stelle ganz kurz an 2 Beispielen zeigen. Letztendlich gibt es auch hier wieder eine Formel zur Berechnung der Verladezeit in Sekunden. Es wird nämlich die Warenmenge in Tonnen, die be- und entladen werden muss, geteilt durch das Produkt aus der Verladegeschwindigkeit der Anlegestelle und dem sogenannten Verladebonus. Da der allerdings in Prozent angegeben ist, tauchen hier noch diese beiden 100 auf. Um das Ganze jetzt mal an einfachen Beispielen erstmal festzumachen, und zwar ohne Verladebonus, gehen wir jetzt im ersten Beispiel erstmal von einem Frachtschiff aus, was 300 Tonnen Waren dabei hat und die einfach entladen soll. Dazu kommt es an eine ganz normale Anlegestelle und wie gesagt, es hat keine Verladeboni. Die Verladezeit berechnet sich dann wie folgt. Wir haben 300 Tonnen geteilt durch diese 2 Tonnen pro Sekunde. Das ist die Grundverladegeschwindigkeit der normalen Anlegestelle. Und das Ganze mal 100 plus 0 geteilt durch 100. Letztendlich wird dieser komplette Bruch zur 1 und 2 mal 1 ist immer noch 2. Ich teile also 300 Tonnen durch 2 Tonnen pro Sekunde. Und das Ergebnis sind 150 Sekunden oder auch 2,5 Minuten. Das ist ein ganz schön dickes Brett, wenn ich mir überlege, dass dieses eine Frachtschiff jetzt 2,5 Minuten meine Anlegestelle blockiert, um entladen zu werden. Ein zweites Beispiel, um zu zeigen, dass das ja noch nicht das Ende der Fahnenstange ist, die Verladezeit eines Frachtschiffes mit 600 Tonnen Waren. Fragt euch sicherlich, wie das jetzt zustande kommt. Ein normales Frachtschiff kann ja nur 300 Tonnen fassen. Ja, aber wenn es 300 Tonnen entladen muss und wieder 300 Tonnen laden muss, weil es Waren mit zurücknimmt, sind das in der Summe 600 Tonnen Waren. Und wenn ich das Ganze jetzt auch hier an der normalen Anlegestelle ohne Verladeboni berechne, dann erhalte ich letztendlich sogar 5 Minuten, also 300 Sekunden Verladezeit. Das Ganze ist also eine unglaublich hohe Zeit, die mir bewusst sein soll und deshalb schreit das Ganze förmlich nach Verladeboni, dass ich das Ganze irgendwie beschleunigen kann und nicht mehr so viel Zeit für das Be- und Entladen der Schiffe benötige. Bevor ich jedoch zu den Möglichkeiten komme, wie man das Ganze beschleunigen kann und zu den unterschiedlichen Boni, hier noch einmal eine Übersicht über alle Grundverladegeschwindigkeiten von den unterschiedlichen Hafengebäuden. Und letztendlich habe ich hier noch eine kleine Tabelle angehängt, wo man nochmal nachschauen kann, wie lang die Verladezeit ist, wenn eine bestimmte Warenmenge verladen werden muss. Das Ganze geht logischerweise bis 800 Tonnen, weil wenn ich beispielsweise die Great Eastern einsetze, die hat 8 Ladekammern, dann komme ich auf maximal 400 Tonnen Waren, die transportiert werden können. Und wenn jetzt 400 Tonnen entladen werden und dann anschließend wieder beladen werden müssen, dann sind das insgesamt in Summe halt diese 800 Tonnen. Und wenn ich mir das anschaue, dann komme ich mit der kleinsten Grundverladegeschwindigkeit vom kleinen Kontor oder von der normalen Anlegestelle oder der Speicherstadtverwaltung tatsächlich auf eine maximale Zeit von 400 Sekunden.
Wir sprechen hier tatsächlich von fast 7 Minuten Zeit für das Verladen. Und deshalb habe ich hier unten auch noch dran gehängt, einfach mal etwas zum Vergleich aus dem ersten Video, nämlich wo es darum ging, dass die unterschiedlichen Schiffe die Inselwelt umrunden in Embeza. Das war mein Beispiel. Und hier kann man dann nochmal sehr gut sehen, ohne Ladung habe ich eine durchschnittliche Durchquerungszeit, also entlang einer Kante von dieser Welt, von 278,4 Sekunden beim Frachtschiff. Und je nachdem, welches Schiff ich benutze, ist es halt ein bisschen mehr oder weniger. Beim Luftschiff ist es dann deutlich weniger. Und wenn ich das Ganze mit vollbeladenen Schiffen mache, dann komme ich auf etwas höhere Zeiten. Aber es ist schon erstaunlich, dass ich hier tatsächlich über kleinere Zeiten teilweise rede, als hier an diesen Positionen, wo viel entladen und beladen wird. Also dauert es länger zu ent- und beladen teilweise, als eine komplette Inselwelt zu durchfahren für ein Schiff. Und das ist schon eine große Hausnummer, das sollte man mal im Hinterkopf behalten. Kommen wir zuallererst zur Möglichkeit, diese Grundverladegeschwindigkeit zu erhöhen. Den größten Boost erhalte ich über die Speicherstadt. Hier habe ich nämlich die Möglichkeit, Module zu bauen, und diese unterschiedlichen Module bringen letztendlich auch unterschiedliche Boni. Der Verladekai ist hier für uns sehr relevant, denn er bringt einen Verladebonus von 50% pro Modul. Ich kann maximal 15 davon bauen, und das bedeutet, dass ich pro Modul 50% mehr Verladegeschwindigkeit bekomme. Wenn die Verladegeschwindigkeit also 3 Tonnen pro Sekunde beträgt, dann sind 50% davon 1,5 Tonnen pro Sekunde. Und pro Verladekai erhöht sich das jetzt um diese 1,5 Tonnen pro Sekunde. Das bedeutet also, wenn ich hier hinten den ersten Verladekai aufgebaut habe, dann beträgt meine Verladegeschwindigkeit nicht mehr die 3 Tonnen pro Sekunde, sondern diese 3 Tonnen plus diese 1,5 macht dann 4,5 Tonnen pro Sekunde. Mein Hauptgebäude indes hat nicht mehr die 2, sondern nochmal 50% mehr von 2, also nochmal 1 obendrauf, macht insgesamt 3 Tonnen pro Sekunde. Da ich jetzt 15 davon bauen kann, kann ich letztendlich das Ganze um 750% boosten. Das bedeutet, am Ende lande ich bei der Anlegestelle bei 25,5 Tonnen pro Sekunde und beim Hafengebäude bei 17 Tonnen pro Sekunde. Ich habe also diesen Boost von 750% plus dazu bekommen. Interessanterweise heißt der Boost aber, ganz oben können wir das lesen, verkürzt die Verladezeiten für hiesige Schiffe. Was bedeutet dieser Satz? Wenn ich jetzt mir das anschaue, dann hat sich tatsächlich nicht nur hier bei der Hafenstadt etwas verändert, sondern letztendlich auch bei der fortschrittlichen Anlegestelle, bei der normalen Anlegestelle und auch beim Kontor. Auch die haben diesen Bonus bekommen. Allerdings muss man tatsächlich diesen Begriff hiesige Schiffe richtig verstehen. Weil, wenn ich hier einmal rübergehe, über die Insel drüber und hier meine Anlegestellen betrachte, dann werde ich feststellen, dass hier nach wie vor diese 2 Tonnen pro Sekunde angezeigt werden. Also hat die Speicherstadt hier über diese Insel hinweg keine Wirkung. Jetzt könnte man natürlich den Gedanken bekommen, dass da die Speicherstadt ebenfalls einen Radius hat, nur alle Gebäude geboostet werden, die innerhalb dieses grünen Radius sind. Tatsächlich ist das aber nicht so. Wenn ich mir beispielsweise diese Konstellation hier in Crown Falls bei mir anschaue, dann habe ich hier eine voll ausgebaute Speicherstadt. Hier sehe ich, ich habe eine Verladegeschwindigkeit von 17 Tonnen pro Sekunde, und tatsächlich hier sind einmal eine normale Anlegestelle und eine fortschrittliche Anlegestelle. In diesem grünen Radius werden auch beleuchtet angezeigt. Insofern würde man jetzt davon ausgehen, dass die diesen Bonus auch erhalten. Doch wenn ich sie aktiviere, sehe ich, hier habe ich nur die üblichen 2 Tonnen pro Sekunde und bei der fortschrittlichen Anlegestelle nur die normalen 4 Tonnen pro Sekunde. Was bedeutet jetzt also hiesige Schiffe?
Nun ja, letztendlich ist hier eine Trennung eines Hafenbereiches. Wenn ich hier ein Hafengebäude erstellen möchte, habe ich hier links einen Hafenbereich und hier zwischen ist kein Hafenbereich, während er hier rechts wieder anfängt. Und offensichtlich bezieht sich der Boost der Speicherstadt immer nur auf einen Hafenbereich. Das bedeutet, hier bekomme ich den Boost in diesem Hafenbereich und zwar unabhängig von diesem grünen Kreis, wie ich hier beispielsweise sehen kann. Das ist weit außerhalb, aber im gleichen Hafenbereich habe ich hier hinten tatsächlich diesen Boost erhalten, sowohl für die fortschrittliche Anlegestelle als auch für die normale Anlegestelle. Und das bedeutet also, dass dieser Boost von der Speicherstadt für die Verladegeschwindigkeiten tatsächlich nur innerhalb eines Hafenbereiches einer Insel gültig ist. Wenn wir uns das Ganze jetzt wieder in der Tabelle anschauen und das mal mit der ersten Tabelle vergleichen, die wir uns angeschaut haben, dann sehen wir einen drastischen Unterschied. Also beispielsweise ein Schiff an einem kleinen Kontor braucht jetzt nicht mehr 400 Sekunden für 800 Tonnen Waren, sondern nur noch 47 Sekunden. Ein ganz üblicher Austausch mit einem Frachtschiff, wo nur etwas entladen werden muss oder nur beladen werden muss, liegt jetzt nicht mehr bei 150 Sekunden an einer normalen Anlegestelle, sondern bei 17,6 Sekunden. Und hier sehen wir schon einen gravierenden Unterschied im Vergleich zu den Grundverladegeschwindigkeiten. Also offensichtlich, die Speicherstadt bringt hier einen wirklich krassen Bonus. Doch so genial dieser Bonus auch ist, es gibt ein großes Problem mit der Speicherstadt, weil ich kann sie pro Insel nur einmal bauen. Das bedeutet, ich kann sie nicht in jedem Hafenbereich platzieren, sondern tatsächlich pro Insel nur einmal und das auch nicht in allen Regionen, sondern eingeschränkt auf die alte Welt und Cap Trelawney. Das bedeutet, die Speicherstadt ist super für unsere Logistik. Sie bringt extrem viel für die Lade- und Entladeprozesse von Schiffen, allerdings, wie gesagt, nur sehr eingeschränkt einsetzbar. Während ich eine Anlegestelle so oft ich will und auch überall einsetzen kann in allen Regionen, geht das bei der Speicherstadt halt nicht. Jetzt gibt es noch eine weitere Möglichkeit, zumindest einen kleinen Bonus für diese Verladezeit zu bekommen und das funktioniert über den Palast der Macht. Oder beziehungsweise durch das Regionalministerium. Tatsächlich gibt es beim Ministerium für Handel als allerletztes anwählbar diese 50% Beladungszeit für Schiffe an Kontoren und Anlegestellen. Dafür muss das Ganze aber in Reichweite einer angeschlossenen Hafenmeisterei stehen. Das bedeutet, mein Regionalministerium oder mein Palast haben ja eine bestimmte Reichweite und da muss ich auch letztendlich an eine Hafenmeisterei angeschlossen sein. Dafür zählt nicht die Hafenmeisterei, die ich als Modul bei der Speicherstadt errichten kann, aber es zählt das Hauptgebäude. Das bedeutet, wenn ich hier meine Straßenverbindung zum Hauptgebäude erschaffe, dann erhalte ich tatsächlich noch diesen Boost von weiteren 50%. Das bedeutet, auf die 750% kommen jetzt nochmal 50% obendrauf. Wir sprechen jetzt also nochmal um einen Boost von beim Hauptgebäude wären das 1 Tonne pro Sekunde. Und dann habe ich insgesamt einen Boost von 800% statt hier nur 750%. Allerdings ist das, wie gesagt, losgelöst von der Speicherstadt. Das bedeutet, das kann ich auch ganz einfach nur für meine Anlegestellen benutzen. Das bedeutet, wenn ich das Regionalministerium jetzt hier rüberziehe und hier eine Hafenmeisterei habe, die auch angeschlossen ist, das bedeutet, ich verbinde das jetzt hier, dann hat mein Regionalministerium Zugang zu meiner Hafenmeisterei und dann habe ich tatsächlich auch hier nicht mehr 2 Tonnen pro Sekunde, sondern 50% mehr. In dem Fall sind es dann halt 3 Tonnen pro Sekunde. Also, das ist zumindest etwas, was ich auch für andere Hafenbereiche dann tatsächlich nutzen kann. Aber auch hier hat ja das Regionalministerium nur eine begrenzte Reichweite. Auch hier kann ich nur eins pro Insel bauen und auch hier kann ich es nur in der alten Welt und in Cap Trelawney einsetzen.
Kommen wir also endlich zu einem Boost, der überall einsetzbar ist, und zwar nicht nur in der alten Welt und in Cap Trelawney, sondern tatsächlich in allen Regionen. Und zwar über die Hafenmeisterei, die ich ja ebenfalls überall bauen kann. Hier gibt es tatsächlich leider aber nur ein einziges Item, was ich mehrfach besitzen kann und was hier die Verladezeit verringert. Und zwar gibt es hier sowohl den Hogard der Hafenmeister, das ist allerdings ein einzigartiges Item, das kann ich auch nicht replizieren über das Forschungszentrum, das bekomme ich über eine Questline. Und es gibt aber Katja Zegaje. Und die hat zumindest einen Verladegeschwindigkeitsboost von 30%. Das bedeutet, wenn ich die hier aktiviere, dann habe ich in der normalen Anlegestelle nicht mehr 2 Tonnen pro Sekunde, sondern halt 30% mehr, macht 2,6 Tonnen pro Sekunde. Und in der fortschrittlichen Anlegestelle sind es nicht mehr 4, sondern 5,2 Tonnen pro Sekunde. Ich weiß, es ist nicht viel, aber Kleinvieh macht bekanntlich ja auch Mist. Und insofern bin ich natürlich dankbar für jede Tonne pro Sekunde, die hier mehr verladen wird. Die gute kann ich tatsächlich auch über das Forschungszentrum einfach replizieren. Ich bekomme sie auch regelmäßig über die Besucherhäfen. Insofern kann ich die dann großzügig auf meinen Häfen verteilen. Auch hier lohnt sich natürlich auch wieder der direkte Vergleich der Werte. Und zwar, wenn ich 30% durch die Hafenmeisterei an Verladegeschwindigkeit gewinne, dann bedeutet das letztendlich für ganz übliche Verlademengen von 300 Tonnen, dass ich tatsächlich statt 150 Sekunden beim kleinen Kontor 115,4 Sekunden nur noch brauche. Das ist natürlich erstmal eine ordentliche Reduktion und das hilft mir natürlich auch. Ich habe hier übrigens in dieser Tabelle auch nur noch die Hafengebäude aufgelistet, die ich tatsächlich überall in allen Regionen errichten kann. Das bedeutet, auch in Embeza, in der neuen Welt und in der Arktis kann ich kleine Kontoren, mittlere und große Kontoren errichten. Ich kann Anlegestellen und fortschrittliche Anlegestellen errichten. Insofern kommt das hier natürlich auch zum Tragen. In der alten Welt und in Cap Trelawney, wie gesagt, habe ich immer noch die Möglichkeit der Speicherstadt und die hat natürlich deutlich bessere Werte. Die zweite Möglichkeit, die Verladegeschwindigkeit zu beeinflussen, läuft über die Schiffe und zwar über die Items, die ich in Schiffen einsetzen kann. Jedes Schiff hat Itemsockel. Beispielsweise dieser Schoner hat nur einen Itemsockel, aber wenn ich mir beispielsweise diese Great Eastern hier anschaue, dann kann ich bis zu drei Itemsockel haben. Das bedeutet, ich kann maximal drei Items pro Schiff einsetzen und diese Items können ebenfalls die Verladegeschwindigkeit beeinflussen. Dazu rufe ich mir jetzt einfach mal die Statistik auf und zwar mit dem Reiter Items und gebe ich hier oben in das Suchfeld Verladegeschwindigkeit ein. Jetzt werden mir automatisch schon alle Items angezeigt, die die Verladegeschwindigkeit beeinflussen können, wobei man hier auch noch die beiden Items für die Hafenmeisterei dabei hat. Möchte man die beiden noch ausklammern, aktiviert man oben einfach noch den Filter für Schiffs-Items und schon sind es nur noch ein paar wenige Items. Allerdings muss man hier berücksichtigen, dass gleich das erste Item ein einzigartiges Item ist. Das ist auch nicht replizierbar über das Forschungszentrum. Das erhalte ich nur einmal durch eine Questline in der Arktis. Dann habe ich aber dieses wunderbare Item und die Ermenegilda, die hat es tatsächlich in sich, weil sie zum einen die Verladegeschwindigkeit um 75% anhebt, zum anderen aber auch noch andere wunderbare Boni für mich hat, nämlich einmal die Bewegungsgeschwindigkeit des Schiffes um 20% anhebt und auch die Frachtverlangsamung um 100% reduziert. Das bedeutet, das ist aus meiner Sicht für Handelsrouten das beste Item, was es überhaupt gibt. Dann gibt es Hans Eichendorf, der die Verladegeschwindigkeit immerhin auch um 75% anhebt und die Frachtverlangsamung um 100% reduziert. Und dann gibt es Items, die beispielsweise auch nur für Luftschiffe gelten. Und es gibt jeweils ein episches, ein seltenes, ein ungewöhnliches und ein gewöhnliches Item, welches die Verladegeschwindigkeit beeinflussen kann.
Der positive Faktor hier ab diesem epischen ist, alle sind tatsächlich bei Eli zu kaufen und insofern haben sie da schon mal einen großen Bonus. Sowohl Hans Eichendorf als auch Emenegilda muss ich mir über das Forschungszentrum erkaufen bzw. einfach Glück haben bei Expeditionen oder bei dem Besucherhafen. Dann tauchen sie auch regelmäßig auf. Wenn ich etwas allerdings im ganz großen Stil haben möchte, dann lohnt sich der Besuch bei Eli Bleakworth. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese Items völlig anders arbeiten. Das bedeutet, während die Hafenmeisterei-Items ja die Grundverladegeschwindigkeit der Hafengebäude beeinflusst haben, beeinflussen diese jetzt tatsächlich die aktuelle Verladegeschwindigkeit der Hafengebäude. Das bedeutet, hier werden nicht 75% von den ursprünglichen 4 Tonnen pro Sekunde einer fortschrittlichen Anlegestelle hinzugefügt, sondern hier werden jetzt 75% von den gerade aktuellen 34 Tonnen pro Sekunde hinzugefügt. Und das ist natürlich dann nochmal ein massiver Boost. Und auch hier kann man das relativ schnell dann in der Tabelle sehen, wenn ich hier den Fall 30% Bonus über die Hafenmeisterei und 75% über das Item dann vergleiche mit den Grundverladegeschwindigkeiten, dann habe ich hier im Fall von 300 Tonnen Warenmenge tatsächlich einen gravierenden Unterschied. 150 Sekunden beim kleinen Kontor gegen 65,9 Sekunden beim kleinen Kontor mit diesen Boosts. Also auch hier passiert schon jede Menge und das ist wie gesagt tatsächlich dann überall einsetzbar. Und das Coole am Ende ist, dass ich je nachdem wie viele Items in ein Schiff passen, diese tatsächlich auch stapelbar sind. Das bedeutet, wenn ich hier diese drei Items habe, einmal Salima, die Importeurin, dann Hans Eichendorf und die gute Emenegilda, dann habe ich hier tatsächlich 60 plus 75 plus nochmal 75% Verladegeschwindigkeit. Wir reden also über einen Boost von insgesamt 210%. Und das ist schon echt eine Hausnummer. Und das Ganze kann man dann natürlich wieder wunderbar in dieser Tabelle sich anschauen, was das bedeutet. Wieder unsere ganz typische 300 Tonnen Warenmenge, 150 Sekunden gegen in dem Fall dann 37,2 Sekunden. Also wir sehen, auch ohne die Speicherstadt können wir einiges reißen. Und zuletzt natürlich auch nochmal ein kleines Rechenbeispiel zum Berechnen der Verladezeit mit diesen Verladeboni. Wenn ich jetzt das alte Beispiel raushole, 300 Tonnen Waren sollen verladen werden an einer normalen Anlegestelle, aber ich habe jetzt 45% Verladebonus über ein passendes Item erhalten, dann taucht hier diese 45 in diesem Bruch auf und am Ende erhalte ich als Ergebnis 103,4 Sekunden oder halt auch 1 Minute und 43,4 Sekunden. Als zweites Beispiel, wenn ich mehrere Verladeboni habe, dann habe ich hier unten letztendlich eine größere Summe stehen. Die 100, von denen ich ausgehe, plus die 60% eines Items plus 75% eines anderen Items. Dann erhalte ich am Ende in diesem Fall 127,7 Sekunden oder auch 2 Minuten und 7,7 Sekunden. Also auch das lässt sich wunderbar ausrechnen. Am Ende habe ich sehr viel über das Verladesystem gelernt. Ihr ja vielleicht auch. Trotzdem bleiben letztendlich Fragen, beziehungsweise sind auch bei euch vielleicht einige Fragen und Gedanken entstanden. Im dritten und letzten Video der Reihe über die Handelsrouten möchte ich mich vor allem diesen Fragen widmen. Für mich wäre zum Beispiel interessant, ob es überhaupt sinnvoll ist, in der alten Welt und Cap Trelawney mit der Speicherstadt in einem Hafenbereich noch weitere Anlegestellen aufzubauen. Ist das Schiff nicht schneller, wenn es einmal um eine Insel herumfährt und die Speicherstadt nutzt, welche weitaus schnellere Verladezeiten hat? Mich interessiert auch die Frage, ob es klug ist, meine Ex- und Importrouten zwischen den Regionen tatsächlich immer nur zu einer randständigen Insel am Kartenrand zu leiten und dann von dort aus die Waren regionsintern mit anderen Routen zu verteilen. Außerdem überlege ich, welches Schiff jetzt das kosten- und einflusseffizienteste ist. Und ich frage mich, ob man eigentlich mit Hilfe dieser Daten genauer bestimmen kann, wie viele Schiffe ich von welchem Typ pro Route eigentlich wirklich benötige.
Es gibt am Ende so viele Fragen, die sich stellen. Ich versuche jedenfalls im dritten Video so viele wie möglich davon zu beantworten oder zumindest einer Antwort nahe zu kommen. Selbstverständlich wird das dann auch hier verlinkt. Gerne könnt ihr mir auch eure Fragen in die Kommentare schreiben, dann kann ich sie vielleicht auch beantworten. Bis dahin bleibt mir nur noch eines zu tun. Ich wünsche euch alles Gute und viel Spaß beim Basteln.